Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pikmin 2. Tag 15, Dungeon 3 im Tal der Hoffnung oder wie auch immer, Ebene 5. So, in der letzten Folge haben wir diesen Dungeon hier angefangen. Und in dieser Folge werden wir diesen Dungeon weitermachen. Nein, ich will die nicht alle nochmal neu pflücken müssen. Ja, einfach die Lilanen draufkloppen und dann funktioniert das eigentlich. So, trag den mal bitte nach Hause. Ich hoffe, der andere wird jetzt nicht aufmerksam. Sehr gut. Diese blöden Spinnen. Trag bitte die Spinne nach Hause. So. Ja, die Lilanen sind eigentlich immer ganz gut, um die Gegner zu stunnen. Ich glaube, das hätte ich wohl vorhin auch bei dem Bullbär machen müssen. Für mich war einfach das ganze Level-Layout so ein bisschen... Oder gestern beim Bullbär. War das gestern? Müsste die Folge gestern gewesen sein, ja. Gut, ich kann wohl hier nicht umsonst blaue nachsprouten und ich habe nur noch zwei. Ich werde das wohl auch in Anspruch nehmen, die blauen zu sprouten. Dafür auch ein paar gelbe aufbrauchen. Schmeißt die doch, teile doch einfach die Pikmin auf ihn. Und nicht vor ihn, damit er die schön zertrampeln kann. Ich meine, mein Fadenkreuz ist drauf. Ich verstehe dann nie so genau, warum wir da eigentlich jetzt immer daneben schmeißen. Es sieht für mich meistens aus, als wenn wir drauf sind. Oh yeah! Brofist! Haben wir jetzt mehr Stärke danach? Untersuchung läuft. Wie eigenartig, dieses atypische Metallobjekt war im Inneren dieser bizarren Kreatur. Es scheint eine gigantische Metallhand darzustellen. Vielleicht handelt es sich um ein antikes Kunstwerk. Wenn es dafür eine Cutscene gibt, ist das nicht nur ein antikes Kunstwerk. Was macht ihr denn? Ich wollte gerade sagen, ihr sollt hier. Die Spinne sollt ihr machen. Und dann bitte tragen, genau. Rote Potion, okay. So, danke. So, Olima. Cutscene, okay. Da, 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 da. 100 Pokos, sehr schön. Schlägerfaust. Dieses Objekt scheint eine Replik einer humanoiden Faust zu sein. Ein Handschuh, ähnlich dem, den ich vor einiger Zeit im Frachtraum hatte. Und hier ist dieser Handschuh wieder. Gerade habe ich den vermissten Raketenantrieb in meinem Frachtraum gefunden. Drücke dreimal A, um ihn abzufeuern. 1, 2, B, Bautz. Okay. Jawohl, das sind zwei rote Potions für mich. Sehr gut. Dann gucken wir mal, haben wir hier sonst noch irgendwie was? Nee, es sieht nicht danach aus. Okay, wir machen dann auf jeden Fall einen größeren Schlag, wie es aussieht. So. Aber so viel ist es jetzt auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein paar blaue. Ja, ich weiß, wir hätten die auch erstmal zu Blumen werden lassen. Tun. Aber ist jetzt einfach mal nicht so.
Ich würde aber sagen, Weiße haben wir noch genug dabei. Ich guck mal kurz, wie sehen jetzt unsere Zahlen aus? 13, 13, 7, 15, 6. Wir werden es wohl so riskieren müssen, weiterzugehen. Ich habe keine Ahnung, was noch vor uns liegt, aber die blaue Blume haben sie uns jetzt gerade nicht umsonst gegeben. Aber wenn wir jetzt irgendwas theoretisch unter Wasser haben, was wir nicht mit den paar blauen tragen können, dann, ja, wäre das ziemlich gemein. Zum einen. Zum anderen müsste ich dann überhaupt gucken, wie ich das dann mache. Dann muss ich das wirklich wohl dann rauslassen. Letztes Level, bitte. Letzter Level, bitte. Bitte. Natürlich nicht. Ja! Was eine Begrüßung! Nein! Natürlich kannst du um diese Ecke schießen. Danke. So. Ich lasse ihn sich wieder selbst killen. Was bist du denn für ein Vieh? Nein, 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 nein. Okay, danke. Genauso, danke. So, hat er sich selbst getötet? Jawohl, mit der Superfaust können wir hier ganz gut Gegner besiegen. Er darf nicht zu unserem Pikmin kommen. Warum sollte ich überhaupt noch mit dem Pikmin kämpfen? Ich habe jetzt Olimas Superfaust hier. Ah, und ich dachte mir schon, dass wir hier noch Bultmin bekommen, falls es irgendwelche Hazards gibt, die wir nicht mehr erschaffen können. Mie, mie, mie. Dann tragt noch das Ding bitte. So, kommt alle her und schon sind unsere Zahlen wieder bei 64. Sieht wesentlich schöner aus als 54. Oder wie viele Bultmin wir auch mal jetzt dabei haben. Steht hier gar nicht. Die sind gar nicht eingezeichnet, aber die kann man auch leider nicht mit an die Oberfläche nehmen. So süß die Teile auch sind. Das funktioniert aber leider nicht. Ich hoffe, die können auch durchs Wasser latschen. Weil irgendwie scheint mir das so, als wenn wir da durchs Wasser müssen. So. Kommt ihr mal alle her, bitte? Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Muss hier irgendwie alles übers Wasser kriegen, habe ich das Gefühl. So. Oder wie? So. Ihr 10. Warum ist hier ein Feuergeysir? Das sieht mir ein bisschen random aus. Aber okay. Wie? Na, fliegt hier irgendwas? Nee. Ihr könnt durchs Wasser. Okay. Das wollte ich doch wissen. Dann werde ich euch hier erstmal abstellen. Und gucken, dass ich diesen Käfer hier versuche, mit sich selbst zu besiegen. Okay, erstmal das Vieh, bitte. Autsch. Ah, warum hat denn das den Käfer dann nicht getroffen? Dieses komische Schneckenvieh. So, das ist tot. Das ist gut. Autsch. Mit Olima sollte ich jetzt also aufpassen. Okay. Die könnten jetzt ein bisschen im Weg liegen, als dass ich ihn hier mit seinen eigenen Waffen schlagen könnte. Autsch. Funktioniert. So. Sehr gut. So, tragt ihn mal nach Hause. Du machst mal den da kaputt. Na, beziehungsweise. 1, 2, 3, 4. Der Rest müsste ja den hier tragen können. So, komm schon. Dann tragt ihr den hier nach Hause. So. Und Louis, du nimmst mal hier den Rest unserer Armada. So. Ich
Ich sagte eigentlich den Rest, aber irgendwie reagieren einige Pikmin nicht auf meinen Pfeifen, habe ich das Gefühl. So. Ja, das ist nicht so optimal, aber egal. So, da ist der tote Käfer. Oh, hier haben wir eine Königin. Da haben wir Feuer. Da oben ist auch noch was. Das ist wahrscheinlich der König. Und da oben ist auch der Weg zur nächsten Ebene. Okay. Ich will aber erstmal gucken, dass ich vielleicht... Autsch. So. Erstmal das Vieh hier besiege. Die sehen mir nämlich sehr gefräßig aus. Wozu sollte ich meine Pikmin jetzt noch weiter in Gefahr bringen? Wenn ich doch einfach das hier machen kann. Autsch. Natürlich bringe ich jetzt gerade Olima sehr in Gefahr. Hallo du. Dreh dich mal um, dreh dich um. Bam. Und jetzt noch einmal. Super Curveball Action. Dreh dich weiter, dreh dich weiter, dreh dich weiter, dreh dich weiter und... Na! Schade. Wollen wir es mal andersrum probieren? Okay, drehen wir uns andersrum. Komm mit. So rum ist, glaube ich, echt nicht optimal. Egal, so klappt's auch. So, dann würde ich aber an der Stelle wirklich denken, dass ich jetzt erstmal alle zusammensammle und nochmal alle trenne. Alle trenne. Die 10 mitnehme. Die 7 blauen mitnehme. Und jetzt mit denen so ein bisschen das Zeug alles einsammle. Bam, 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 bam. So, alles klar. Dann sammelt erstmal ihn hier ein. Beziehungsweise, nee, ihr dürft jetzt erstmal hier die Schätze einsammeln. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, die Pikmin alle irgendwie einzeln drüber zu schmeißen. Oh, 10, echt? Das heißt, ich muss jetzt erstmal lange warten. So. Ah, die müssen eh durchs Wasser, um da oben hinzukommen. Das ist natürlich doof. Also, sobald die hier übers Wasser sind, kann ich sie mit Louis zurückrufen. Ja, komm, über das Wasser da hinten noch. Geht nicht ins Wasser. Danke. So. Ihr kommt jetzt hier oben lang. Nicht runterfallen, bitte. So, zack, 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 zack. Schön hin wegtragen. Warum auch immer die beiden nicht mitgemacht haben, ich verstehe es nicht. Oder ist das der König, das andere die Königin? Könnte auch sein. Unbezahlbare Statue. Offenbar kann man sie bezahlen mit 80 Pokos. Wenn sie so unbezahlbar ist, warum kriege ich nur 80 dafür? Ich habe für anderen Schrott 100 bekommen. Und stellenweise sogar noch mehr. So, die vier. Dann hier, den könnt ihr auch noch nach Hause tragen. Die ganzen Sachen übers Wasser zu tragen, ist natürlich immer so eine Strapaze. Deswegen glaube ich, lasse ich auch die anderen Würmer und sowas alles hier rumliegen, die ich jetzt nicht direkt bekomme. Weil ich habe jetzt keinen Bock, das wirklich so Ewigkeiten oder so jeden Pikmin immer einzeln rüberzuwerfen. Die können sie sowieso nicht übers Wasser tragen, von dem her. Ja. Warten wir einfach mal hier hinten, bis alles da ist und gehen dann mit Louis zur nächsten Ebene, würde ich sagen. Ja, dann schauen wir uns einfach mal an, wie die Pikmin jetzt lustig das Ganze nach Hause tragen hier.
Und ich habe vor, diese ganzen Schätze zu behalten. Also mal gucken, was für ein Bossgegner dann am Ende des Dungeons auf uns wartet, wenn da einer ist. Es würde mich nicht wundern, wenn dort einer auf mich lauert. Und noch eine unbezahlbare Statue. Wertlose Statue. Ah, ich glaube, das ist der König und das andere war die Königin. Das andere ist unbezahlbar, der König ist wertlos. Wow. Pigment, wow. Unglaublich. Aber ja, Frauen sind wertvoll. Nächste Ebene. Ah, komm schon. Lass es die letzte Ebene sein. Sublevel 7. Es sieht nicht nach einer letzten Höhle aus. Ist es auch nicht. Goldkäfer! Boah, der hat Nektar in sich. Rote Potion. Noch mehr rote Potion. Nice. Das sah schon so aus, als wenn hier irgendwas von Himmel kommt oder sonst irgendwie was. Also von dem her, eine weiße Blume brauchen wir eigentlich nicht. Oh, wir haben hier sogar einen Gegner. Ja, komm, trag die mal nach Hause. Ich will jetzt halt gerade wirklich nur... Ah! Lasst mich in Ruhe, Pac-Man! Ich will von euch gerade nichts. Na komm schon, Olima. So. Zack, zack. So, noch zwei rote Potions. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. So, der da gefällt mir noch nicht. Der Orangene. Der da hinten ist auch so einer. Offensichtlich. Ja, ihr habt aber nur immer eine gewisse Range, deswegen. Und dann kann man schön anfangen, die Pikmin auf euren Rücken zu schmeißen. Und schon seid ihr weg, ihr blöden Gegner. Sehr schön. Das war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. So, bitte jetzt einmal rübertragen. Bitte kommt, kommt schnell. Dankeschön. Denn hier rechts ist noch ein Gegner. Aber den werden wir jetzt auch einfach mal ganz easy besiegen. So. Holy moly! Es ist Krieg! Ich werde mal mit Louis durchs Kriegsgebiet marschieren. Nicht, dass hier noch mehr davon kommen. Warum sind jetzt die zwei Pikmin bei ihm? Okay. Gut. Oh, Louis hat ordentlich auch schon Damage genommen. Woher? Wurde er gerade durch einen Stein getroffen? Habe ich da echt nicht drauf geachtet? Das ist natürlich nicht so gut. So. Louis. So, zack, zack, zack. Komm doch her. Hä? Was? Was ist jetzt passiert? Interessant.
Nach dem Verzehr eines weißen Pikmin zeigt die Kreatur Anzeichen einer Vergiftung. Vielleicht sondern weiße Pikmin eine giftige Substanz ab, wenn man sie kaut. Wie faszinierend. Wow, 5 Pikmin verloren. Leck mir am anderen Ende der Porzellankiste. Was soll denn das? Hä? Ich habe das ehrlich gesagt gerade gar nicht verstanden, muss ich zugeben. Aber okay. Da habe ich wohl mal wieder beschissen geworfen. Aber irgendwie hat er anscheinend einen meiner Kapitäne getroffen oder so, wodurch ich nichts mehr machen konnte. Auf seinen Kopf ziele ich die ganze Zeit. Ich werde jetzt aber sicher keine... nicht anfangen, irgendwie weiße Pikmin zu opfern oder so, nur um die Gegner zu vergiften. Ist zwar eine nette Sache, aber trotzdem. Ich dachte, ich habe schon alle Kriegssteine hier kaputt gemacht. Oder vom Himmel fallen lassen. Kriegsgebiet! Let it rain! Ah. Make it rain, make it rain. So. Habe ich alle? Habe ich alle. Sehr gut. Oh, je, je, je. Ja, wander ruhig zurück. Wanderkröte. Der hat 4 Pikmin gegessen. Wann denn? Wie denn? Der war die ganze Zeit damit beschäftigt, die abzuschütteln. Ich werde einiges wohl nie kapieren in diesem Spiel. Gut, wir haben aber noch 55. Das ist mehr als die Hälfte mit denen, die wir angefangen haben. Mit denen wir angefangen haben. Aber wir haben auch Bulbmin natürlich dabei, was natürlich dann... so ein bisschen weniger schick ist, weil die Bulbmen natürlich dementsprechend irgendwie nicht ganz die sind, die wir haben wollen, weil, naja, im Endeffekt sind es halt nicht unsere Pikmin, ne? Und die können wir auch nicht aus der Höhle heraus mitnehmen. Lalalala, lalalala, eine Katzenbimmel, 120. Ehepartner-Alarm. Also ich dachte, das ist jetzt so ein Glöckchen für so ein Katzenspielzeug oder so. Wahrscheinlich so auf so eine alte Katzenlady angespielt oder so. Wer weiß, was dieses Spiel immer mit seinen Sachen sagen will. Oder was uns die Macher des Spiels immer damit sagen wollten. So, ab in die nächste Ebene. Würde ich sagen, gehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Pikmin 2. Dankeschön fürs Zusehen, ich bin der HBK und sage an der Stelle wie eh und je, tschüss, bis dann.